Der sieht lustig aus. Lalalalalalala. Das ist ja auch die bei Findet Nemo. Irgendwas ist kaputt bei dem. Dann können die Leute da alle schöne Fotos mit dem machen. Jolim Jong, sind wir gerade eben noch frühstücken und jetzt geht's schon auf nach San Sebastian. Das wird eine 4 Stunden lange Fahrt. Da hinten kommt schon der Alote. Ja. Fleißigster. Koffer, Schieber, Zier, bla. Wir werden noch rein, wir gehen in das Auto hier, alles klar. Da seht ihr noch mal ein paar, Paris sage ich schon, Madrid. Ich komme schon komplett durcheinander mit allem, aber ihr checkt, merkt das ja. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Jolim Jong, wir sind im Hotel angekommen und das heißt Roomtour-Zeit. Bin wieder mit Izzy in deinem Zimmer. Hallo Izzy. Ja. Guck mal, ich habe hier einen Schalter. Ja. Und guck mal da unten die Steckdose. Die da. Siehst du die? Ja. Wenn ich das anmache, dann leuchtet die. Boah, krass, Alter. Aber das heißt, dann ist da schon drauf, oder was? Think so, oder? Das ist so Nachtlicht wahrscheinlich, damit du nicht stolperst, wenn du ins Bad gehst. Weil wenn man dann in dieses Bad hier rein möchte, was laut Izzy den größten Spiegel, den man während des ganzen Roadtrips hat, sollte man natürlich nicht stolpern, ansonsten ganz nett auf jeden Fall. Ganz, es kommt nicht ran, das letzte war vielleicht das Beste. Das in der Junior Suite war auch cool und auch viel größer, aber das letzte fand ich irgendwie einfach insgesamt am coolsten von den Farben her. Also, das ist aber auch nett, hat eine Ringdusche, halt einen riesen Spiegel. Die kann man auf jeden Fall aushalten. Das Ganze ist so eine Art Themenhotel, so mit. Hallo? Hallo? mit so Filmstars und jeder Raum hat einen Filmstar. Und wir haben François Truffaut. Der ist aber den kenne ich nicht. Murillo Van Perro, Vivian Doyen, de Saint-Béry und so, please. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz nett hier aus, sogar, muss ich sagen. Es riecht ja ein bisschen muffig und ich glaube tatsächlich, dass es sogar ein Raucherhotel ist. Weil guck mal, wir haben hier Streichhölzer drin und ein Aschenbecher. Stimmt, das wird's echt sein. Bei uns riecht's nicht so. Dann haben wir ein Raucherzimmer erwischt. Es riecht nämlich auch richtig verraucht, als hätte hier jemand ein Drehbuch geschrieben oder so. Wahrscheinlich werden hier Drehbücher geschrieben, wahrscheinlich von dem hier. So, von dem netten Kollegen. Wir wollen jetzt hier unbedingt nochmal, ihr wisst ja, gestern war ja nichts, ne? Und heute wollen wir unbedingt was schaffen, deswegen müssen wir jetzt mal dringend recherchieren, was wir machen. Jolim Jong, wir sind jetzt wieder on the road, auf der Straße unterwegs. Ihr seht vielleicht, das Wetter ist nicht so geil. Das heißt, Strand ist heute Abend ein bisschen was, aber nicht zum Baden wirklich. Und die Quad-Tour gibt es einfach nicht hier. Das war einfach irgendein Sand-Dings in Spanien, in Mexiko. Und nicht in Spanien, ist halt heute ziemlich aufgeschmissen. Und jetzt fahren wir vielleicht aber mal in ein Aquarium, wenn wir das finden. Und ich schalte hier und fahre mit einer Hand. Das ist richtig crazy, was ich gerade mache. Leute, San Sebastian war echt eins der beschissensten Straßensysteme, die es so gibt. Und nebenbei, wir mussten einmal über so eine Brücke rüberfahren. Da stand dann Feuerwehrwagen, konnten nicht drüber. Dann war die gesperrt, weil eine Baustelle war. Nichts ging, jetzt hat es angefangen zu regnen. Wir sind heute echt ein bisschen vom Pech verfolgt. Mal schauen, ob wir noch überhaupt zum Aquarium hinkommen. Ja! Was für Wellen hier. Wir haben es geschafft. Wir sind am Atlantik. Wir sind am Atlantik, merke ich jetzt gerade. Atlantik. In der Tat. Wir sind am Atlantik in San Sebastian. Wir haben die Straßen überwunden. Das war aber schwer. Google Maps ist nicht dein größter Freund im Auto, weil es ungenau ist. Da vorne ist voll die fette, coole Insel. Ah, die gehört dem. Und da hinten so eine Höhle, wo es reinfahren kann. Weiß nicht ganz, ob das stimmt. Da vorne fährt einfach Jetski. Da ist ein Jetski. Da! Hinterm Boot. Warte, glaub mir, hinterm Boot. Und da kommen wir gleich. Da vorne. Boah. Hier wäre Jetski aber auch cool gewesen. Ich glaube, die Fische und Meeresbewohner können da unten mal so richtig krass durchatmen. Wo durchatmen? Da unten. Das aber wieso? Da ist viel Sauerstoff einfach drin. Da können die mal richtig so. Aber das ist ja voll kacke, weil dann schwimmen sie da ja immer. Dann werden sie mal voll so gebasht, weißt du? Bash den. Ja, das kann natürlich sein. Manche stehen ja darauf gebasht zu werden. Also. Ja, für die ist natürlich super. Wir sprechen jetzt mal mit dem Fisch, weil wir gehen jetzt ins Aquarium, was irgendwo dahin sein soll. Können wir die einfach direkt fragen? Genau, oder da waren. Eben, exakt. Oh, und da kam gerade was auch.
Gut gesehen, hallo Dre. Ja. Gut beobachtet. Top. Hier sind ganz viele Fische im Aquarium drin. Ganz viele Fische. Sind nur einer. Glaubst du, der Fisch hier kann sprechen? Hallo? Warum lachst du mich aus? Hallo? Guck mal, die Fische haben gar keinen Namen hier. Gar kein Namensschild. Die bewegen sich auch gar nicht. Sind nur irgendwelche Nummern. Traurig. Oh, easy, guck mal, kann man Fische beobachten. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem Museum gelandet. Ich glaube das nicht. Guck mal, das ist das größte Aquariumbecken der Welt. Ich habe einen Hai. Wo? Ja, so muss man sich anziehen. So soll das aussehen. So soll das sein. Das ist easy. Ah. Fisch, okay. Ich muss mal kurz vergleichen. Ich stelle mich mal hier so daneben, ob das passt. Meinst du? Komm mal hier. Oder kann man hier? Du kannst das ja hier noch ein bisschen aufmachen. Kann man deine Brust noch ein bisschen mehr sehen. Wir gehen ja seit 2 Stunden durch und es gibt keinen einzigen richtigen Fisch. Das ist ein echter Fisch. Hier, das ist der erste richtige Fisch. Der lebt sogar, der hat sogar, der hat sogar einen Namen. Tut mir voll leid. Whaley. Whaley? Ich kann ja, sogar, das ist der Name. Whaley ist das. Free Willy. Yeah. Ja? Der ist aber nicht so frei. Wie haben sie das auch nachgebaut? Guck mal. Voll Makao. Oh nee, kann der noch sprechen? Hallo? Hallo? Als ob, guck mal, wie so richtig dicke Fleischstücke daraus kommen. Der ist Corman. Der ist Corman. Corman. Hi Corman. Geht's dir gut, Corman? Jo, wie viele Wale haben die denn geschlachtet, Alter? Voll die Fiesen. Deswegen gibt's ja keine Fische, weil die alle getötet haben. Ja. Hätten die nicht wenigstens hier reinlegen können dann einfach? Diese verdammten Mörder. Die haben alle getötet. Scheiße. Der Nachteil an diesen riesen Freiluft-Dings-Aquarien ist halt, man sieht keine Fische, weil die so klein sind. Da vorne sind so kleine Fische, siehst du das? Aber ja, ach ja. An der Oberfläche so. Was sind das da für gelbe Flossen? Das ist ein Gelbflössler. Ah. Altbekannte. Dass sie sich auch alles aufgebaut haben. Krass, ne? Ey. Richtig. Wir haben einfach komplett San Sebastian hier nachgebaut. Krass. Voll heftig. Geil, Leute. Ich liebe Quallen. Guck mir die Quallen an. Ach du Scheiße. Oh. Nee. Wen haben wir denn da? Wir sind hier irgendwie mitten in einem Unterwassertunnel gelandet und hier sind voll viele Haie, kann das sein? Und da oben, guck mal, den Kollegen da. Oh. Der sieht lustig aus. Hast du bei Findet Nemo diese Schulbusse, wo die ganzen echt? Stimmt, da oben drauf dann. Passiert! Irgendwas ist kaputt bei dem. Irgendwas ist da ganz kaputt bei denen. Irgendwas stimmt da nicht. Die haben voll Respekt davor und einfach in seine Scheiße. Der sieht aber richtig behindert aus. Der sieht monströs aus. Aber der hat die ganze Zeit seinen Mund so auf und weiß nicht, was er machen soll. Sag doch mal, dass der behindert ist und dann kommt hier durch. Der hört dich davor. Ich glaube, der ist behindert. Der ist die ganze Zeit so. Dann sind da ganz viele Fische, aber will ich den nicht. Hat er keinen Bock, weißt du? Ja, stimmt, Vegetarier. Ich glaube, das ist Simon Unge. Hai Unge. Hai Unge. Hai Unge, das ist Hai Unge. Ungefischt. Ungeheilt. Ungeheilt. Ungefressen. Ungezahlt. Fische! Der Kollege hier fährt übrigens immer so seine Runden hier. Geht einmal hier, ne? Jetzt kommt er hier längs. Dann schwimmt er da hinten rum. Dann können die Leute da alle schöne Fotos mit dem machen, wenn sie möchten dann. Und dann fliegt er wieder da rum. Ich glaube, der ist irgendwo, da ist so eine. Der schießt mit dem Motor drin oder so. Der schießt alles weg. Die Fische hier sind ganz klug, die haben so Beine dran, die können dann gehen, weißt du? Daraus, das war der erste Fisch, der ist dann aus dem Wasser rausgegangen. Oben da, auf dem Berg. Und dann wurde er zu Menschen. So ähnlich. In der, ja. Ungefähr halt. Ich hatte mal so welche. Schlammspringer heißen die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hatten wir mal zu Hause. Die sind richtig geil. Die gehen dann auch so halb auf dem Wasser. Und dann springen die so rum. Und dann gehen die ins Wasser. Die gehen richtig geil ab. Und dann bist du daraus geworden. Und jetzt habe ich mich halt entwickelt. Und jetzt durfte ich endlich raus aus dem Aquarium. Boah, die sind mega schön. Boah, voll der krasse. Ja. Ich habe Findet Nemo gefunden. Das ist er. Da ist er. Ich hab Uri gefunden. Wo? Da. Oha, hast du recht? Ja. Das sind die Originalschauspieler aus dem Film, oder? Das sind die Originalschauspieler, ganz genau. Exakt.
Oh, wie viele? Ganz schön viele Nemos. Ja, jetzt musst du Nemo finden. Ist denn jetzt wer ist es denn jetzt? Ene, Mene, Mu. Und Ras bist du. War der Gelbe nicht auch irgendwie so ein Fisch? Ja, genau, die da aber auch. Ich glaube, die gab es fast alle. Das ist ein Findet Nemo Aquarium hier. Das kann sein, das ist auch gerade der Film, der wurde auch hier gedreht. Ja, sie passt da rein. Ich? Ja. Na, ohne mich zu rücken. Ja. Oh, warte. Ich probiere es auch mal, Isi. Ich gehe einfach alle rein, einfach so ganz von da. Ich passe hier leider. Aua, nicht rein. Bin ich gebückt? Ich bin nicht gebückt. Ich muss mich auf den Boden legen. Ich bin nicht gebückt, ich stehe komplett aufrecht. Okay. Das ist aber Glück, dass du nicht so groß bist. Die sind Fische. Was sind die denn für Fische? Grüne, blaue, graue und orange. Ey Gott, die sind alle grau irgendwie. Die sehen alle so aus, als ob die irgendwas suchen würden, habe ich das Gefühl. Essen. Oder Kameras. Hallo. Mir ist aufgefallen, dass viele Fische irgendwie so ein Beauty-Tutorial nötig haben. Wenn du dir die mal anguckst, da ist auf jeden Fall noch... Da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf irgendwie. Ja, aber die Augen sind schon so gut rausgearbeitet, würde ich sagen, ne? Die Augen sind schon schön. Aber haben sich ein bisschen sehr auf die Augen fokussiert, ne? Ja, aber allein auf die Flossen und so. So da ist aber ich finde die Frisur da auch. Die Frisur ist auch irgendwie fett hier. Was für ein fettes Teil. Und? Kommt das wieder raus oder bleibt das jetzt da drin? Morene, komm raus. Ja. Er holt sie eben raus und da ist er. Hallo. Oh, kein Bock auf uns irgendwie. Boah, die macht sich richtig bequem da drin. Ich glaube, es ist eine Waschmaschine. Schau mal, wie das dreht. wenn alle Fische mal dreckig sind, dann kommen die da rein und Morelle macht die sauber. Voll nett von der. Wie das aussieht. Guck mal, was, wie ein UFO kommt da jetzt raus. Alter, was ist das denn jetzt? Und da ist er wieder. Hallo. Die macht voll die Faxen. Hier ist sie ein bisschen los. Die anderen warten schon. Ja, wir haben alles gesehen, das ist der Ausgang. War eigentlich echt cool im Aquarium, muss ich sagen. Izzy, komm! Was ist das da? Izzy, die anderen warten da hinten. Siehst du das nicht? Ungefähr da. Da warten die. Und alle warten auf ja, dich. Ja, okay. Wir müssen jetzt raus. Du musst die Fische... Dann hauen wir ab. Du musst die Fische auch mal in Ruhe lassen können. Die brauchen auch mal ein bisschen Zeit für sich vielleicht. Ich lasse das. Okay? Ja. Und deswegen gehen wir jetzt. Okay. Ich glaube, die hat nicht so viel Spaß. Hat die dir Spaß? Ich hatte Spaß. Hattest du Spaß? Ja, ich hatte Spaß. Hatten die Spaß? Nein. Ich glaube das nicht. Ich fand das Aquarium super, egal was der Vlog sagt. Ich fand es richtig schrecklich, weil die Tiere krank waren. Viel zu viele Tiere. Was waren den Tieren krank? Das nur weil es so einen kleinen Makel da am Gesicht hatten. Ich finde, jeder ist schön für sich, auch wenn irgendwas haben. An den Tieren konntest du so sehen, wie die ganzen Flossen und so kaputt waren. Ich fand es einfach ganz interessant zu sehen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen und wenn die Tiere hier irgendwelche Verletzungen und was weiß ich hatten, dann wären die im offenen Meer gestorben. Da finde ich, da muss man nicht so ein riesen Moral-Ding-Zeug aufmachen. Aber lassen wir die das mal machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Hunger und gehen was essen. Scheiße. Wir haben ein großes Problem, denn es fängt an zu regnen. Es fängt aber richtig an zu regnen. Oh fuck. Beeilen oder so, ich fäng irgendwie richtig krass an zu regnen. Ich mach immer meine Kameras. Scheiße. Ich muss es auflegen, Leute. Tschüss! So, meine Lieben, wir haben uns durch den Regen gekämpft und sind jetzt im Auto und jetzt geht's zurück zum Hotel. Ich kann hier leider nicht wirklich vloggen. Das sind halt, die müssen das verstehen, die Leute kennen das nicht, wenn ihr die ganze Zeit Leute vloggt. Das ist halt eine neue Situation für die, auch so mit der Kamera und so weiter. Da muss man erstmal in dem Kamerabildschirm leuchtet alles, deswegen mache ich so... Ja, gerne, machen Sie mal Lichter. Das sehen die Zuschauer gerne. Aber ihr müsst das verstehen, wir sind alle total fertig, weil wir wie lange durch die Stadt gelaufen sind? Ungefähr so? Ja, weil wir irgendein Restaurant finden wollten und es gab einfach nichts, sind wir hier in einem Halbwegs-Restaurant gelandet. Keine Ahnung, es war jetzt ganz in Ordnung. So wirklich viel habe ich nicht gegessen, wie ein paar Kartoffeln. Aber ich habe auf dem Weg noch das hier gefunden. Ja? Und da, dass ihr fragt, jetzt was ist, das habe ich nach einer langen Konversation mit einer spanischen Apothekerin bekommen. Und das soll angeblich für meine Wunden helfen und deswegen wird das jetzt hier raufgetan. So. Und ich weiß nicht, ob das jetzt brennen wird. Angeblich soll das sie hat so ihr Gesicht so verzogen, als ob das Schmerzen machen wird, so als sie mir jetzt versucht, das zu erklären. Ja, ohne Spaß. Vielleicht hatte sie Schmerzen, als sie dir das verkauft hat. Ja, natürlich auch, sein weiß ich nicht. Du hast jetzt ihr letztes weggekauft. Ja, jetzt hat sie die ganze Zeit Schmerzen. Du siehst sie so die ganze Zeit in der Pharmazie. Ich hätte ein schlechtes Gewissen an deiner Stelle. Hätte ich auch. Ist mir scheißegal, ich sprühe das jetzt hier drauf. Das ist nichts für dich. So, alles klar. Das ist angeblich ein flüssiges Pflaster oder so eine Art zumindest. So. Ah, okay.
Okay. Ja. Juckt dich nicht, oder? Juckt dich nicht. Juckt dich nicht. Das war einfach nur, um zu zeigen, wie hart den eigentlich ist. Ja gut, da passiert nicht. Oh, ey, jetzt wird es aber so richtig rot und so weiter. Ich sehe das jetzt in der Kamera nicht so, aber es wird richtig so, das blüht jetzt richtig auf. Ich habe noch ein paar andere Wunden, aber die kann ich euch leider nicht zeigen. Die sind zu intim. Die sind aber genau so, aber noch richtig offen und so weiter. Dafür habe ich das eigentlich gekauft. Exakt. Dabei kommt das auch noch drauf und vielleicht heilt das dann irgendwann. Danke für diesen tollen Vlog hier. Danke, super, ihr seid alle klasse. Jo, im Jong ist heute wirklich nicht so ganz alles nach Plan funktioniert. Ich drehe nur mein Abschlussding. 20 Sekunden. Ich bin fertig. Hä? Keine Begrüßung, das Ende. Das Ende vom Vlog. Wir haben es mitten in der Nacht. Wir sind noch nicht morgens. Ja, aber heute hat auf jeden Fall nicht alles so ganz geklappt. Eigentlich wollten wir Quad fahren, aber dann war es einfach in Mexiko, weil es da auch San Sebastian gibt statt hier. Dann wollten wir an den Strand, dann war das Wetter kacke, aber war noch ganz witzig auf jeden Fall im Aquarium. Vielen Dank an euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und danke auch an die Macher von Aura Kingdom, denn die sponsern hier nochmal einen kleinen Teil vom Roadtrip. Deswegen wundert euch nicht, wenn in den nächsten Videos dann nochmal am Anfang so kurz deren Logo hier reinkommt und checkt auch den Link in der Beschreibung. Ich packe den einfach mal ganz nach oben. Da ist der Link zum Spiel, könnt ihr mal auschecken und dann spielen. Ich muss ganz schnell das Video beenden, weil sonst lege ich den Easy hier nochmal aus. Der muss jetzt schlafen, weil der muss morgen auffahren. Ich muss auch morgen auffahren. Morgen geht es nämlich nach Paris. Mal sehen, ob wir schon mal da was von der Stadt sehen. Wahrscheinlich nur so ein ganz bisschen, denn es geht einfach mal komplett durch Frankreich, durch 8 Stunden oder so, wenn wir fahren. Mal schauen, wie das alles ist. Ich muss das noch schnell fertig schneiden, damit wir rechtzeitig loskommen. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.